Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Wir sind zurück aus der Osterpause und sagen herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich willkommen, sagt auch Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Es sind alarmierende Zahlen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit der polizeilichen Kriminalstatistik 2023 vorgestellt hat. Denn neben dem Anstieg der Gewaltkriminalität machen vor allem auch die gestiegene Jugend- und Ausländerkriminalität Sorgen. Knapp 6 Millionen Straftaten insgesamt bedeuten den höchsten Wert seit 2016. Nancy Faeser kündigt eine Debatte, Zitat, ohne Scheu und Ressentiments an und will schnellere Verfahren, spürbare Strafen. Wir diskutieren gleich darüber, ob nun wirklich mit klarer Kante zu rechnen ist, und wir widmen uns einer Ministerin, die erneut in der Kritik steht und reichlich glücklos erscheint. Denn Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, steht mit ihrer Kindergrundsicherung mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Gewaltkriminalität. Ist Deutschland bereit für eine ehrliche Debatte und klare Konsequenzen? Kindergrundsicherung. Hilfe für Arme oder Jobbeschaffung für Bürokraten? Kaufhausrettung. Echter Neuanfang oder Sichtum auf Raten? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Hajo Schumacher, politischer Journalist, Podcaster und Buchautor. Über die Lage der Republik und seinen neuen Krimi Nur der Tod ist schneller. Stefan Schäfer, ehemaliger CEO von Gruner und Jahr und RTL Deutschland. Über seinen Ausstieg aus dem gehetzten Alltag und seinen Überraschungserfolg als Bestsellerautor. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Danke für die Übergabe, lieber Christian. Herzlich willkommen zurück aus der Osterpause auch von mir. Ab sofort wieder mit neuen Folgen der Wochentester und einem Dankeschön an dieser Stelle an Hubert Große Onnebrück für seine herzlichen Grüße und seine Freude über unser Osterpäckchen mit vielen aktuellen Büchern, das er an Gründonnerstag erhalten hat und direkt ausgepackt hat. Er freut sich besonders, dass er aktuelle Bücher hatte zu den Gesprächen, die wir geführt haben bei den Wochentestern und dann das ein oder andere direkt nachlesen konnte. Herr Große Onnebrück ist Mitglied im Wochentester Club und der Gewinner unseres Gewinnspiels aus der vergangenen Folge. Er war ziemlich überrascht und auch happy, dass wir ihn aus dem Lostopf gezogen haben. Demnächst natürlich wieder eine neue Gewinnchance, aber zum Auftakt soll es ein bisschen politisch und auch persönlich werden. Da interessiert mich nämlich eure Meinung zum 80. Geburtstag von Altkanzler Gerhard Schröder. Viele, auch aus der eigenen Partei, haben sich von ihm wegen seiner Haltung zu Wladimir Putin und auch seiner Jobs in Russland distanziert. Einige wenige, wie Sigmar Gabriel, Otto Schily oder Kai Diekmann, haben ihm zum runden Geburtstag gratuliert. Die ARD, das erste, steuerte mit Außer Dienst eine einstündige Fernsehdoku zur Primetime bei, in der Gerhard Schröder selbstbewusst wie eh und je gegen den Strom aller Kritiker angeschwommen ist. Führt mich zur ersten Frage. Gerhard Schröder, heute für viele persona non grata, früher aber immerhin der mutige Agenda-Kanzler, der doch einiges politisch bewegt hat, auch mit seiner Haltung zum Irakkrieg. Muss man das trennen, also den historischen Verdienst von Gerhard Schröder? Und wenn man das trennen kann, wie lauten dann eure Glückwünsche für Gerhard Schröder? Also mich hat es wirklich nicht gestört, dass Sigmar Gabriel, Otto Schily und andere Gerhard Schröder zum 80. Geburtstag gratuliert haben. Warum nicht? Ich meine, man sollte das sehr Persönliche mit dem Politischen trennen. Wie hätte man ihm gratulieren können? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und gute Besserung in puncto Fingerspitzengefühl bei der Auswahl der Freunde. Ich habe vieles nicht verstanden. Lupenreiner Demokrat ist Putin mit Sicherheit nicht, eher ein lupenreiner Despot. Das sollte einen nicht daran hindern, jemandem zum Geburtstag zu gratulieren. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Interessant sind die beiden Hinweise Agenda 2010. Ja, das würde ich sogar unterstreichen. Das hat in der Regierungszeit, jedenfalls am Anfang der Regierung Angela Merkel im ersten Kabinett, sehr geholfen, die damals exorbitante Zahl von Arbeitslosen, über 5 Millionen, bei der Regierungsübernahme von Schröder auf Merkel in den Jahren danach deutlich zu reduzieren. Umso unverständlicher ist, dass die Sozialdemokraten in der Zeit danach großen Wert darauf gelegt haben, die Agenda 2010 wieder rückabzuwickeln. Also das ist schon interessant. Man möchte gelobt werden für die Agenda 2010 und auch gelobt werden für deren Rückabwicklung. Und es ist natürlich ein bisschen ein Märchen, dass Gerhard Schröder Deutschland erfolgreich aus dem Irakkrieg herausgehalten habe. Es gab ja niemanden, der ernsthaft wollte, dass Deutschland sich bei dem Einsatz der Amerikaner im Irak beteiligt. Es gab ja nie einen Antrag im Bundestag, es gab nie entsprechende Forderungen aus der Opposition. Gerhard Schröder hat immer nur so getan. Und selbstverständlich hat Deutschland den Amerikanern bei der Kriegsführung geholfen. Das wurde nur vornehm verschwiegen. Wir haben zum Beispiel bei der Zielbestimmung amerikanischer Luftangriffe geholfen. Es gab auch vielfache Unterstützung mehr. Nur richtigerweise keine Beteiligung der Bundeswehr. Die allerdings war auch politisch überhaupt nicht vorgesehen. Insofern hat er geschickt gehandelt, aber so nicht ganz ehrlich. Wolfgang hat ja vieles dazu richtig gesagt. Meiner Meinung nach, ich hätte ihm auch gratuliert, denn wir brauchen in einem Land auch solche Charakterköpfe. Und in der ARD-Doku hat Schröder ja auch zugegeben, ja, die Einschätzung war damals zu Putin, war damals richtig. Heute würde er das so nicht mehr sehen. Und das ist ja so ein bisschen das Zurücknehmen, was er gesagt hat. Und er hat sich dann natürlich aber auch über Kevin Kühnert ein bisschen herablassend geäußert, weil er sagt, ja, dieser Wicht. Ich glaube, dass wir, wenn ich jetzt gerade die neue Umfrage in USA sehe, was zum Beispiel Scholz angeht, dann ist er der unbeliebteste internationale Staatsführer. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Dinge, so wie Scholz dann auftritt, natürlich auch nach außen hin international nicht unbedingt positiv für uns gesehen wird. Deswegen sind mir Charakterköpfe wie Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder viel lieber, an denen man sich auch reiben kann, an denen man sich streiten kann und deren Haltung man auch mal, Entschuldigung, ich sag's mal, flapsig verfluchen kann. Aber das ist immerhin eine Position, die zum Streit und zur Diskussion aufführt. Und insofern, ich möchte gar nicht auf Agenda 2010 eingehen, da hat Wolfgang ja alles schon gesagt, brauchen wir diese Politiker und da kann man ihn auch zu seinem 80. Geburtstag viel Gesundheit und alles Gute wünschen und vielleicht auch ein gehöriges Maß an Selbstreflexion für die Zukunft, damit diese Einschätzungen und ein Bundeskanzler war man und bleibt man auch in Zukunft dann ein bisschen selbstkritischer sein würde. Und ein Mensch hat auch Geburtstag, so hat es, glaube ich, Franz Müntefering gesagt, zum 80. von Gerhard Schröder. Der Mensch hat Geburtstag, dem kann man gratulieren. Ich habe noch eine abschließende Frage. Gehört es eigentlich zum Wesen von Charakterköpfen, dass die dann durchaus auch mal übers Ziel hinausschießen und anecken? Also bei Olaf Scholz würde einem sowas ja nie einfallen. Also muss man das quasi mitkaufen, wenn man so echte Typen will, dass die dann auch mal Positionen vertreten, wo man sagt, das geht jetzt aber gar nicht. Ja, wer sagt, das geht dann aber gar nicht? Ich finde, das ist absolut richtig. Man muss die Dinge auch mal zuspitzen, um auch Kontroversen in Gang zu setzen. Und Wolfgang hat ja auch richtig gesagt, Angela Merkel hat zumindest in der ersten Legislaturperiode von der Agenda 2010 mit der Regierungsmannschaft der CDU profitiert. Es gehören auch extreme Ansichten dazu, an denen man sich streiten und reiben kann, wenn alles nur glatt gefeilt ist und die heutige Medienlandschaft lässt ja kaum was anderes mehr zu, dann sage ich, da fehlt ein großer Teil an ehrlicher und echter Positionierung und Auseinandersetzung. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass es mal Widerspruch gibt, aber bei den sogenannten Charakterköpfen wusste man wenigstens immer, woran man war. Man musste ja die Meinung nicht unbedingt teilen, aber man hatte eine klare Haltung. Da gab es Unterstützung, da gab es Kritik. Einige haben sich auch in der Wortwahl gerieben. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, was Helmut Schmidt damals über die Zuwanderung von Menschen aus islamischen Ländern gesagt hat, der würde heute in der Luft zerrissen. Heute kann man sich das alles auf YouTube ansehen. Das hat man damals zur Kenntnis genommen. Das ist halt seine Meinung, das ist okay. Heute würde er damit nicht mehr davon kommen.
Rassist wäre noch das Mindeste, was man ihm, oder islamophob, was man ihm entgegenschleudern würde. Danke für diesen Klartext zum Auftakt. Mehr davon und auch Einordnung natürlich in den Top-Themen der Woche. Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Fast 6 Millionen Straftaten, um es mal ganz genau zu sagen, 5,941 Millionen waren es, jedenfalls angezeigte Straftaten im vergangenen Jahr. Davon 13,8% jugendliche Straftäter und mit einem Anteil von 34,4% deutlich mehr ausländische Tatverdächtige. So erschütternd liest sich die polizeiliche Kriminalstatistik für 2023. Wolfgang, Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigt angesichts der alarmierenden Zahlen eine Debatte um Ausländerkriminalität, ich zitiere, ohne Scheu und Ressentiments an. Darüber hinaus duldet sie auch, Zitat, null Toleranz. Wer sich nicht an die Regeln halte, müsse gehen. Jetzt meine Frage, täuscht der Eindruck oder hört man solche Ankündigungen regelmäßig nach irgendwelchen Horrortaten, das und so weiter und am Ende passiert gar nichts? Also ohne Scheu und Ressentiments und mit null Toleranz, das sind die Schwestern des Satzes, wir werden im großen Stil abschieben. Nein, es wird sich überhaupt nichts ändern. Das ist reine politische Rhetorik und das ist jetzt gar keine parteipolitische Kritik. Die könnte von Politikerinnen und Politikern anderer Parteien auch kommen. Es wird sich nichts ändern. Die Hürden für Ausweisung und Abschiebung, das sind ja zwei verschiedene Dinge, sind mittlerweile derart hoch, dass man es schon mit einer außergewöhnlichen Straftatenserie zu tun haben muss oder mit Kapitalverbrechen. Im Übrigen, selbst dann ist es gar nicht sicher, dass Ausweisung und Abschiebung erfolgen. Denn wir müssen hier differenzieren zwischen, in Anführungszeichen, den Ausländern und, das ist ja leider eine große Problemgruppe, zwischen anerkannten Asylbewerbern, also diejenigen, die einen Asylstatus erhalten haben und Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Da muss abgewogen werden zwischen nationalen Sicherheitsinteressen, das sagt schon alles, also wie hoch die Latte liegt, das sind sozusagen die öffentlichen Interessen und das Bleibeinteresse der betroffenen Straftäter. Das sind ja weit überwiegend Männer, übrigens dann auch weit überwiegend junge Männer. Das heißt, Anführungszeichen Ausländerkriminalität ist ja zunächst einmal nur der Oberbegriff für alle nicht-deutschen Straftäterinnen und Straftätern. Wenn man dann sagt, welche Gruppe ist betroffen, dann merkt man, wenn aus humanitärem Grunde Schutz gewährt wird in Deutschland, sind die Hürden unglaublich hoch. Dann wird auch noch abgestellt auf die Situation im Heimatland, drohen dort vielleicht Folter oder Todesstrafen. Beim Thema Todesstrafen ist es sogar so, dass wenn die Vollstreckung droht, dann ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Also Aufenthaltsrecht ist jetzt vielleicht der falsche Begriff. Sie bleiben dann jedenfalls faktisch hier, weil wir in kein Land abschieben, wo Folter oder die Vollstreckung der Todesstrafe droht. Die Androhung, ja, das ist auch mittlerweile höchstrichterlich entschieden, hindert die Abschiebung nicht, aber die Vollstreckung. Dazu passt ein Artikel, den ich vor wenigen Stunden gelesen habe, eine gescheiterte Abschiebung. Der Betroffene war schon im Heimatland und ist dann auf richterlichen Beschluss wieder in die Bundesrepublik Deutschland zurückgebracht worden. In dem gesamten Artikel war übrigens keine einzige Zeile, welche Straftaten er denn begangen hatte. Interessant fand ich an dem Artikel nur, dass an zwei Stellen kritisiert wurde, dass diese Abschiebung erfolgt ist am Tag gegen Rassismus. Das hörte sich fast so an, als sei die Abschiebung von ausreisepflichtigen Straftätern in ihr Heimatland ein Akt des Rassismus. Nein, das ist die Durchsetzung des geltenden Rechtes. Also diese Kritik habe ich nicht verstanden. Begründung, familiäre Bindung hier in der Bundesrepublik Deutschland. Also sollte die Politik nicht so tun, als seien Abschiebungen von Straftätern, auch von solchen, die viele Straftaten begangen haben oder schwere Straftaten, die logische Konsequenz. Das ist eher der Ausnahmefall und betrifft nur relativ wenige Fälle. Also diese Abschiebungen finden regelmäßig statt.
aber es ist nur ein kleiner Teil derjenigen, die als nicht-deutsche Straftaten begangen haben. Insofern dienen die Feststellungen der Bundesinnenminister eher der Beruhigung der Bevölkerung als der Änderung der geltenden Rechtslage und der Praxis, denn am Ende entscheidet es nicht Frau Faeser, am Ende entscheiden es immer die Gerichte in Deutschland. Galeria Karstadt Kaufhof steht vor der Übernahme durch einen neuen Retter. Ein US-Konsortium mit Unternehmer Bernd Beeth soll den angeschlagenen Warenhauskonzern wieder flott machen, der zum dritten Mal innerhalb 4 Jahren Insolvenz angemeldet hat und immerhin noch bundesweit 92 Filialen betreibt. Davon sollen nach der Rettung 70 als Warenhäuser bestehen bleiben. Christian, glaubst du nach den bisher gescheiterten Rettungsversuchen, dass man das Konzept Kaufhaus doch noch seriös in die Zukunft führen kann? Oder geht es den Rettern eher um die Immobilie? Du, ich bin natürlich überhaupt kein Warenhaus-Spezialist. Und wenn man dann sich das Konsortium da anschaut, dann sind das ja alles ehemalige Beteiligte an Kaufhof, Galeria und wie das ganze Ding jetzt heutzutage heißt. Das heißt, die waren ja alle schon mal Eigentümer bzw. Aufsichtsratsvorsitzenden und konnten den Niedergang nicht machen. Und ich habe natürlich auch die Meldungen aufmerksam verfolgt, nur aus der Presse kann ich sagen. Ich war selber nicht da vor Ort dabei. Mir wurde nicht klar, was sie denn da ändern gegenüber dem, wie sie es vor 4 oder 5 Jahren schon gemacht haben. Und deine Nachfrage, oder geht's denen nur um die Immobilien? Auch das kann ich nicht beantworten, weil das ganze Immobiliengeflecht ja inhomogen ist. Das heißt, es gehört ja nicht alles einem selben Besitzer, sondern da gibt es ja viele Mietverträge, Pachtverträge. Ein Teil gehört noch zur Signa Holding. Und wenn man sich das angeguckt hat, dass die Signa Holding hat ja das von diesen beiden, die jetzt da federführend im neuen Konsortium sind, erworben. Und das Erste, was die Signa Holding auch als Immobilieneigentümer gemacht hat, es war dort, wo es ging, die Mieten natürlich kräftig erhöht und damit natürlich, ich sag's mal, Lachs den Rahmen der Kaufhäuser abgeschöpft hat, weil es dann in die Mieten geflossen ist. Und ob das Prinzip Kaufhaus heute noch wirklich funktioniert, ich glaube, dann brauchte es große Änderungen. Man müsste junge Hippeläden haben, man braucht unglaublich großes gastronomisches, verschiedenes, modernes Angebot, nicht nur die typischen Karstadt-Restaurants, die auch ihre Berechtigung hatten, aber das reicht natürlich bei weitem nicht, um die Menschen gerade in Innenstadtlagen da irgendwo hinzuziehen. Vielleicht sollte man in diesen riesigen Warenhäusern so eine Art Einkaufszentrum machen mit ganz vielen verschiedenen Stores, vor allen Dingen, wo aber auch Unterhaltung dabei ist. Weil was nicht von der Hand zu weisen ist, auch wenn es der Unternehmer Beeth ja gleich in der Pressekonferenz von sich gewiesen hat, sie wollen nicht mit Internet konkurrieren, sie müssen aber mit Internet konkurrieren. Viele Menschen kommen, gucken sich das an, fotografieren noch das Etikett oder das Preisschild und schauen dann im Netz, wo bekommen sie was billiger. Und das ist legitim, das ist vielleicht nicht charmant, aber das ist legitim. Und das heißt, die Kaufhäuser der Zukunft müssen sich unbedingt mit dem Internet auseinandersetzen, beziehungsweise auch da Plattformen haben und vielleicht ihr Angebot nur noch als Werbefläche begreifen, wo aber das Big Business im Internet ist und die Werbefläche wird finanziert über gastronomische oder kulturelle oder junge und hippe Dinge. Ich weiß es nicht. Es ist ein Blick in die Glaskugel. Ich habe viele Kommentare dazu gelesen und die meisten sagen, auch von den Wirtschaftswissenschaftlern, von Hochschulen, die sich nur mit Kaufhäusern beschäftigen, in 2, 3 Jahren erleben wir die nächste Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof. Weißt du, wer es am Ende entscheiden wird? Die Kundinnen und Kunden, wo sie einkaufen. Ja, das sind die eigentlichen Arbeitgeber. Das ist richtig. Aber wenn ich dann die Strukturen der Innenstädte sehe, dass man eigentlich mit dem Auto nichts mehr erreichen kann und um die Innenstädte herum oder auch in den Kleinstädten außen an der Peripherie große Einkaufszentren gebaut werden. Und dann dünkt es mich, dass natürlich auch diese Konkurrenz ernst genommen werden muss und der Arbeitgeber, wie du sagst, die Kundinnen und Kunden, dann lieber dorthin gehen, wo sie bequem hinkommen, wo sie unter Umständen, wenn sie große Einkäufe tätigen wollen, auch ihr Auto abstellen können und dürfen und nicht nur ein halbes Vermögen dafür bezahlen müssen. Also all das muss man natürlich mit bedenken.
Und da kann man natürlich die Frage stellen, ist es das Gegenteil von gut gemeint? Und da komme ich nämlich zu dir. Das sagte nämlich auch, so kommentierte Gabor Steingart, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das zentrale Projekt der grünen Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die Kindergrundsicherung, soll kinderrelevante Sozialleistungen bündeln und digitalisieren. Doch seit bekannt wurde, dass dafür eine neue Behörde mit 5000 Stellen benötigt wird, ist nicht nur der Koalitionspartner FDP auf die Zinne gegangen. Und wenn man nur mal sich überlegt, eine Behörde, 12, 13 Monatsgehälter und Urlaubsgeld und was weiß ich was, dann sind das bei 5000 Leuten mal locker 200 Millionen Euro im Jahr, was man für eine neue Behörde, nur mal von mir über den Daumen gepeilt, ausgeben müsste. Beim Etat von 2,3 Milliarden Euro, so ist, glaube ich, die Kindergrundsicherung im Moment hochgerechnet. Offiziell rücken nun sogar die Grünen von der Zahl 5000 ab. Erschrocken über die Reaktion natürlich nicht nur von der FDP, sondern auch in der ganzen Bevölkerung, und sagen, das sei nur eine Prognose der Bundesagentur für Arbeit gewesen. Wolfgang, wie glaubwürdig sind denn solche Dementis und wie wahrscheinlich ist es mittlerweile, dass die Kindergrundsicherung tatsächlich eingeführt wird, wenn man sich solche Bürokratiemonster wieder anschaut? Also ich möchte nicht den Besserwisser geben, aber vielleicht muss man es mal von Grund auf erklären. Es geht nicht um die Einführung von neuen Leistungen, sondern es geht darum, dass der Staat ein System umstellen möchte. Jetzt haben wir jedenfalls bei vielen Leistungen, die der Staat jetzt schon gewährt, so eine Art Hohlschuld. Das heißt, es müssen von den Anspruchsberechtigten Anträge gestellt werden. Die werden geprüft und dann wird bewilligt oder nicht bewilligt. Diese Hohlschuld soll zur Bringschuld des Staates werden. Er soll jetzt den Anspruchsberechtigten von sich aus die Auskunft geben, welche Leistungen in Anspruch genommen werden können. Und so stellt sich das Frau Paus wohl vor. Ein Mausklick genügt und das Geld kommt. Also, bei den 5000, die im Raume stehen, handelt es sich nicht um eine vage Schätzung der Bundesagentur für Arbeit alleine. Denn wir haben ja einen Gesetzentwurf. Und in diesem Gesetzentwurf von Frau Paus, jetzt zitiere wörtlich, ist der Personalbedarf angegeben mit 5.355 Vollzeitäquivalenten. Das heißt, wenn alle Vollzeit arbeiten, brauchen wir 5.355. Also diese Zahl klingt nun wirklich nicht nach einer Schätzung, sondern das scheint ziemlich präzise ausgerechnet worden zu sein. Und dieser Gesetzentwurf kommt vom zuständigen Ministerium und nicht von der Bundesagentur für Arbeit. Nein, das wird es nicht geben. Zunächst ist ja die FDP dazwischen gegangen, auch mit guten Gründen und nicht, weil sie irgendwas blockieren will. Und jetzt dämmert es selbst den Grünen, dass es so nicht geht. Denn die Leistungen, die für Verwaltung und Bürokratie aufgewandt werden und das dafür benötigte Geld, fehlt ja dann für staatliche Leistungen an anderer Stelle, die den Bürgern unmittelbar zugutekommen. Außerdem hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass eine ganze Reihe von Leistungen auch nachher noch Anträge notwendig machen. Zum Beispiel, wenn es um Zuschüsse zu Klassenfahrten geht. Also wir sind jetzt anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl. Minus die Sommerpause, das heißt, im Grunde haben wir nur ein parlamentarisches Jahr zur Verfügung bis zur endgültigen Beschlussreife in der dritten Lesung, und der Bundestag unterliegt dem Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, wenn das neue Gesetz nicht im Bundesgesetzblatt steht, würde die gesamte Gesetzgebungssystematik wieder von vorne beginnen in der nächsten Wahlperiode. Das Ganze ist total kompliziert. Möglich ist es natürlich, das Gesetz noch zu einem guten Ende zu bringen. Praktisch dürfte das allerdings sehr, sehr schwer werden. Vielen Dank für die Debatten der Woche. Und weiter geht's bei uns bei den Wochentestern. Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Podcaster und erfolgreicher Buchautor. Und Sie kennen ihn natürlich als politischen Beobachter in Talkshows wie Markus Lanz und Maischberger. Das Gespräch mit Hajo Schumacher hören Sie jetzt. Fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, hat über Politikertypen wie Angela Merkel, Malu Dreyer und Roland Koch geschrieben, hat die Laudatio für das politische Lebenswerk von Wolfgang Bosbach gehalten und er hat vor knapp 20 Jahren ein Buch veröffentlicht mit dem sinnigen Titel Kopf hoch Deutschland, Geschichten aus einer verzagten Republik. Nie passte dieser Titel besser als heute. Deshalb wollen wir mit ihm sprechen über eine Republik im Abschwung und über seinen neuen Achilles-Krimi. Nur der Tod ist schneller. Dr. Hajo Schumacher, herzlich willkommen bei den Wochentestern. Meine Herren, es ist mir eine große Ehre, dass ich jetzt auch Wochen getestet werde. Vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz nur zu Kopf hoch Deutschland. Da war ich noch junger und optimistischer Journalist und ich habe ernsthaft, wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, ob man das Prinzip des damaligen Buches, was natürlich längst vergriffen ist, aber nicht einfach nochmal wiederholt, weil die Situation, Herr Bosbach, Sie erinnern sich, Sie waren damals in der Politik aktiv, aber damals so zu Beginn der Nullerjahre, Deutschland, der kranke Mann Europas, was im Economist stand und bis heute immer wieder zitiert wird. Und ich habe damals Geschichten geschrieben, so aus der Provinz, also aus irgendwelchen Städten hinter den sieben Bergen, wo Dinge funktionieren. Dass in Furtwangen zum Beispiel die Fachhochschule 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet ist, damit die Studierenden da immer hingehen können, wo man sich sonst noch um Öffnungszeiten, ist jetzt eine totale Kleinigkeit. Ich wollte nur damals, ich war gerade Vater geworden, ich dachte, ich kann doch meinen Kindern jetzt hier nicht so ein Land hinterlassen, wo alle sich gegenseitig erzählen, wie furchtbar das ist. Und diese Stimmung haben wir im Moment auch so ein bisschen. Also wir reden Deutschland manchmal, glaube ich, auch schlechter, als es ist. Da haben Sie gerade schon meine erste Frage eigentlich vorweggenommen, Herr Schumacher. Sie haben ja dieses Buch geschrieben und dann haben Sie jetzt momentan ja auch Ihren Podcast, Mutmach-Podcast heißt der, ja. Wo Sie sich empathisch Gedanken über den Zustand unserer Republik machen. Sie haben ja gerade schon beschrieben, wie es damals war. Wie lautet denn Ihre Diagnose heute? Ach, es ist ja immer 50% Psychologie. Und dieses sich gegenseitig erzählen, wie furchtbar alles ist, das hat natürlich auch eine gewisse Tradition in Deutschland. Also so das brasilianische Gen, das ist bei uns ja ein bisschen kurz gekommen, so Lebensfreude und einfach mal Spaß haben. Die Diagnose heute ist ein bisschen komplexer, weil wir technologisch, glaube ich, klein wenig abgehängter sind, als wir es vor 20 Jahren waren. Also dieses, ich war jetzt gerade ein paar Wochen in Südamerika und dieses digitale Mindset, also dass man so ganz einfache Sachen wie Tickets, Abwicklung, dass man das halt alles über eine App macht und nicht noch mit seinen Kunden 5 Jahre lang diskutiert, wollen wir jetzt Papiertickets behalten oder nicht, also jetzt für Bus fahren oder so. Also dieses digitale Mindset, das kommt mir schon ganz schön kurz gerade in Deutschland. Ich glaube, das hat dann auch, Entschuldigung, Herr Bosbach, Entschuldigung, Herr Rach, aber wir sind Teil des Problems, hat natürlich auch was mit einer überalterten Gesellschaft zu tun. Meine Jungs sind 19 und 30 und die finden das schon ganz schön altmodisch, was hier auch im Vergleich zu anderen Ländern passiert. Und das ist meine größte Sorge, dass unsere jungen Leute, für die das früher vielleicht noch nicht so denkbar war, also für mich war das nicht denkbar, irgendwo in einem anderen Land zu leben und zu arbeiten, das ist für eine relativ flexible und auch so sprachlich, kulturell relativ breit aufgewachsene Jugend, ist das jetzt nicht so ein Unding, dass die, ich meine, die Schweiz ist naheliegend, aber dass die auch irgendwo anders arbeiten, forschen und so und dass uns die jungen Leute einfach ausbüchsen, weil denen das hier zu altmodisch ist, davor habe ich ein bisschen Angst. Gut, das ist die Diagnose und die ist sicherlich nicht ganz falsch. Jetzt kommt die Therapie. Wie kommen wir als Land denn wieder ins Machen oder ins Wagen? Ist Deutschland besser als sein Ruf? Also meine Frau ist Psychologin und ist geschult, hat Zusatzausbildung in einer relativ neuen Zweig der Psychologie, dem jüngsten Zweig der Psychologie, der positiven Psychologie. Das heißt nicht, dass man alles schön betet oder schön redet. Das heißt aber, dass man den Blickwinkel nicht so sehr auf das Problem richtet, sondern auf die Lösung. Das klingt jetzt erstmal relativ banal, aber wenn man sich deutsche Debatten anguckt, dann sind sie wahnsinnig gut, wenn es darum geht, Probleme zu beschreiben, zu analysieren, aufzuschreiben, Reports zu machen und. Die Frage ist, was lernen wir daraus? Was ist die Lösung? Wie gehen wir dieses Problem an?
Beispiel jetzt unsere Corona-Politik. Ja, wir hatten noch neulich die RKI-Files, die da rauskamen. Da können wir uns jetzt noch jahrelang drüber kloppen, was jetzt da schief und wie man und hätte und so weiter. Ich hätte gerne so ein Zweiseiter, wo drauf steht, das sind die 8 bis 10 Neudeutsch Learnings. Das haben wir kapiert. Das lief nicht gut. Die Kommunikation, das haben wir so. Warum macht das eigentlich niemand? Die Zeitungen, die Sender, das Internet ist voll davon, irgendwie zu erklären, dass da Verschwörungstheorien oder weiß der Geier, was dahinter steckt. Ja, aber einfach mal so ein Zweiseiter, was können wir daraus lernen? Habe ich nirgendwo gelesen, vielleicht habe ich ihn auch übersehen. Das ist lösungsorientiert. Und zu diesem Pragmatismus hinzukommen und zu sagen, ja, sorry, natürlich macht man in so einer Pandemie Fehler. Ist doch völlig klar, ist die erste, die wir erleben. So. Beim nächsten Mal, bam, 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 fehlt mir. Lösungsorientiert. Fehlen uns dazu die Typen? Ist das alles zu weich und glatt gespielt? Respektive haben die handelnden Personen zu viel Angst? Sie haben ja unter anderem auch die Biografie des ehemaligen regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, geschrieben. Und da müsste Ihnen der Blick auf Altkanzler Gerhard Schröder nicht fremd sein, der zu seinem 80. Geburtstag nur noch so von, ich sag mal, hartgesottenen Gratulanten wie Sigmar Gabriel Otto Schily gelobt oder erwähnt. Wurde. Ja, auch, ja. Und wenn man sich an so Sprüche von Wowereit denkt, und das ist auch gut so, als er auf dem Parteitag sein Coming-out da öffentlich gemacht hat. Oder wenn Schröder sagt, lassen wir doch mal die Kirche im Dorf. Sehnt man sich, ich komme jetzt wegen der Corona-Diskussion, wegen dem Paper, was Sie gerade sagen, daher, sehnt man sich nicht angesichts eines so blassen Kanzlers wie Olaf Scholz es im Moment so ausstrahlt, nach echten Haudegen in der Politik? Wäre das eine Lösung? Oder hat ein echter Haudegen heute überhaupt keine Überlebenschance mehr? Entschuldigung, ein echter Haudegen ist gerade der populärste Politiker in Deutschland. Der heißt Boris Pistorius. Und der erfüllt ja dieses Anforderungsprofil, was Sie gerade skizziert haben, ganz gut, wobei man nicht so ganz genau weiß, wie viel ist echt und wie viel ist gespielt. Aber das lassen wir mal so. Also manchmal habe ich das Gefühl, er hat sich so Bernd das Brot aus dem Fernsehen so zum Vorbild genommen und versucht auch immer so ein bisschen so zerknautscht so zu gucken mit der Bürde von allem, was da auf seinen Schultern lastet. Was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Also wir haben ja diesen Typus. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, Mann, Herr Bosbach, ich unterschreibe beileibe nicht alles, was Sie damals erzählt haben, aber der Typus Bosbach fehlt im politischen Berlin. Das sind diese anfassbaren Menschen, wo man das Gefühl hat, ach komm, das könnte jetzt auch mein Nachbar sein oder irgendwie kenne ich diese Figur aus dem Sportverein oder aus der Arbeit. Das sind schon Führungskräfte, die haben schon was drauf, aber die sind auch durchaus nahbar. Klaus Wowereit war ein wahnsinnig mutiger Politiker. Der wusste auch, dass er geoutet werden sollte von einem bestimmten Teil der Presse und ist dann ja auch proaktiv mit diesem Bekenntnis zu seiner Homosexualität damals auf dem Landesparteitag auf die Bühne gegangen. Aber das ist schon richtig, Klaus Wowereit war auch ein Mutiger. Der hat irgendwann auch gesagt, so bestimmte Dinge müssen gemacht werden. Ich finde den Fall Schröder nochmal speziell, weil da, glaube ich, auch sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Das ist nochmal was anderes. Also Überzeugungen und Finanzen hängen ja manchmal auch so ein bisschen zusammen. Schröder hat sich einfach verrannt. Wurde verrannt, wie auch immer, und findet da jetzt keinen Weg raus. Das ist auch ein bisschen tragisch, vor allen Dingen, es sieht ja jeder. Weil Schröder und Herr Schumacher, ist er deswegen Persona non grata? Weil so kommt mir fast vor, dass die gerade von der SPD-Seite aus eher so richtig zu dieser Persona non grata erklärt wird. Hängt das damit zusammen? Oder ist das die Angst vor diesem, was Schröder mal geleistet hat? Was steckt dahinter? Ja, was steckt dahinter? Ich bin so ungern immer volkspsychologisch, aber also mal andersrum, auch hier wieder lösungsorientiert. Anstatt dass Kevin Kühnert als Generalsekretär seiner Partei sagt, dem gratuliere ich nicht und den kenne ich nicht mehr und so weiter, hätte man sich ja auch mal mit ein paar klugen und vor allen Dingen eleganten Leuten zusammensetzen können und überlegen, wie kommen wir stilvoll aus der Kiste raus? Vielleicht mit einem bisschen Ironie, mit einem bisschen Kritik, aber jetzt nicht so dieses Scharfrichterbeil. Also wie kann man Schröder in seiner
in der Tat hochproblematischen Putin-Haltung kritisieren, ohne ihn als Mensch und Altkanzler mit Lebensleistung zu zerstören. Und wir haben so viele kluge Menschen in diesem Land, da wird sich doch eine andere Umgangsform, andere Formulierung, anderer Stil finden lassen als diese, den gibt's nicht mehr. Ne, der wird jetzt, irgendwo wird sein Bild abgehängt in der Reihe der Parteivorsitzenden. Das ist alles Quatsch. Also das kann man, man kann es durchaus kritisch, aber eleganter machen. Und Eleganz, das ist auch so ein Makel, der uns so ein bisschen fehlt. Also ein Makel, den wir ein bisschen haben, mangelnde Eleganz. Ich glaube, ein Anruf von Bela Ander könnte der SPD da helfen. Der ist ja so auch sprachlich elegant, auch vom Auftritt her interessant. Zum Beispiel, ich glaube auch, guter, super Hinweis. Der kennt Schröder auch, der war, ja. Herr Schumacher, auch mit den Machtstrategien von Angela Merkel haben Sie sich intensiv auseinandergesetzt. Scholz wandelt ja gerne auf den Spuren von Angie. Doch was unterscheidet die beiden voneinander? Wo sehen Sie Unterschiede im Stil, im Auftritt? Jetzt wird das Eis dünn, man hört es leicht knirschen. Beide sind ja sehr eingenommen von sich. Allerdings jetzt nicht auf so einer Ebene so der demonstrativen Arroganz, ich bin was Besseres, sondern so ein etwas, naja, so eine protestantische Hochnäsigkeit, so ich weiß es besser, ich bin schlauer als ihr. Angela Merkel hat das allerdings nicht so durchblicken lassen. Ich weiß nicht, Herr Bosbach, Sie haben sie öfter erlebt, aber dieses Gefühl so, ja, wartet mal ab. Macht ihr ruhig, am Ende werde ich Recht behalten. So, das ewige Merkelsche Gesetz, ne? Alle rennen rum und am Ende bleibt sie Kanzlerin. So, halt Physikerin gewesen. Ja, und ich glaube, Physikerin ist vielleicht gar nicht so schlecht als Ausbildung für Politiker. Oskar Lafontaine ist ja auch einer, also gelernter Physiker. Viele sagen ja, diese dieses Denken in Versuchsanordnungen. Ja, das war der Hintergrund meiner Einwurf. Mal gucken, was hinterher rauskommt. Und Olaf Scholz hat wie alle anderen, ne, Wovereit, Koch und so weiter, eben einfach nur Jura studiert, was sie ja im Prinzip alle getan haben. Ich glaube, Angela Merkel hatte da wirklich einen Wettbewerbsvorteil, plus natürlich ihre ostdeutsche Sozialisierung. Und insofern ist Olaf Scholz ist nicht Angela Merkel. Da fehlen ihm mindestens drei Erfahrungen. Die erste Erfahrung ist die Physiker, die zweite Erfahrung ist die Ostdeutschland und die dritte Erfahrung ist, glaube ich, auch die als komplett kulturfremdes Wesen, ne, Frau evangelisch Ostdeutschland in einer westdeutschen katholischen Männerpartei sich durchzusetzen. Angela Merkel war von Anfang an ein Fremdkörper in der CDU. Das merkt man ja jetzt nach ihrem Abschied auch, wie kühl die Atmosphäre ist. Olaf Scholz war durch und durch SPD. Ja, der atmet SPD, der verströmt SPD. Und dieses sich durchsetzen im eigenen Laden, das hat Angela Merkel eine, im Fußball würde man sagen, internationale Härte gegeben. Das sieht man ja auch an der Strecke derjenigen, die an ihrem Lebensweg so liegen geblieben sind. Unter anderem einer ist erst wiedergekommen, als sie weg war und will jetzt Kanzler werden. Wir reden von Friedrich Merz. So, und diese Härte und auch diese Schleue, die Angela Merkel da entwickeln musste oder auch mitbrachte, diesen Teil der Merkel-Biografie, der fehlt Olaf Scholz, kann man ja auch nicht nachholen. Und das merkt man jetzt. Ja, wenn wir jetzt nicht mehr zurückschauen über Schröder und Merkel und was die beiden vielleicht gut oder auch nicht so gut gemacht haben oder an was man sich streiten konnte, was ja Angela Merkel unbestritten gemacht hat, sie war immer kompromissbereit und hat auch Backstage viele Dinge geregelt. Wenn wir jetzt in die Gegenwart kommen und jetzt wieder die neue Attacke sehen, Lisa Paus, 5000 Menschen für eine neue Behörde, für die Kindergrundsicherung und so weiter und so fort, Überstunden steuerfrei von Lindner. Rettet sich die amtierende Ampelregierung bis ins nächste Jahr? Wahljahr meine ich. Und wenn ja, was kommt denn dann danach?
vielen Dank, dass Sie mir das zutrauen, dass ich das alles weiß. Oder ja, ich weiß, dass Sie immer die Glaskugel dabei haben. Absolut. Da ohne gehe ich nicht aus dem Haus. Also erstens mal, Lisa Paus ist ein Sonderfall. Lisa Paus ist ein totales Versehen. Die Frau ist auf diesem Posten. Es ist ähnlich wie bei Frau Lamprecht damals im Verteidigungsministerium. Wenn nicht streng nach Qualifikation besetzt wird, sondern nach irgendwelchen Parteiproporzen oder sonst irgendwelchen äußeren Merkmalen, dann führt es zu eben solchen Fehlbesetzungen. Und wie bekloppt, also sorry, aber mir fällt kein anderes Wort ein, wie bekloppt muss man sein, dass man sagt, wir wollen Dinge einfacher machen, wir wollen Familien erleichtern, dass sie an das Geld kommen, was ihnen zusteht. Und das mit einem Aufwachs von 5000 Beamten oder Mitarbeitenden zu verbinden. Also wie bekloppt muss man sein? Ich verstehe es überhaupt nicht. Die versuchen das ja jetzt an allen Ecken und Enden, diese 5000 wieder aus der Welt zu schaffen, aber die sind da nun mal drin. Und da hat einfach niemand nachgedacht. So, Haken dran. Ja, Lindner hat gerade, also mein Doktorvater Karl-Rudolf Korte hat das neulich sehr schön in den Tagesthemen, glaube ich, beschrieben. Lindner macht jetzt schon so eine Art Testwahlkampf. Also der lässt alle jede Woche einen Ballon steigen und guckt, wie hoch der fliegt. Kommen wir jetzt mit Steuersenkungen weiter. Weil das mit der schwarzen Null, das ist ja schon mal eins, das erwartet man von einem deutschen Finanzminister, auch wenn viele sagen, das ist Quark. Also Lindner überlegt schon, wie komme ich irgendwie über die 5%? Man darf das nicht unterschätzen, damals als sie rausgeflogen sind, nach der nicht so wahnsinnig erfolgreichen schwarz-gelben Legislaturperiode 2009 bis 2013. Dieses Trauma, wir sind nicht mehr im Bundestag, wir sind damit natürlich auch von Teilen der Parteifinanzierung abgeschnitten, wir sind in der Öffentlichkeit nicht mehr so sichtbar. Dann wiederum dieses Comeback, diese Leistung, die insbesondere Lindner und Buschmann da so über NRW hingelegt haben, das war schon ausgesprochen respektabel. Aber die Panik, dass das jetzt nochmal passiert und dass derjenige, der die Partei da wieder rausgeholt hat, sie jetzt wieder begräbt, das, ich glaube, das ist wirklich eine ganz traumatische Vorstellung. Das heißt, die müssen irgendwie über diese 5% drüber. Problem ist, sie können nicht, wie man sich das, ach guck mal damals, Lambsdorff Papier, Kohl 1982, wir wechseln jetzt einfach, ich sag's mal böse, das Wirtstier, die Nummer funktioniert ja nicht, weil ne, selbst wenn die FDP jetzt rüber machen würde zu Friedrich Merz, das würde im Bundestag immer denken, wir haben andere Stimmverhältnisse als die, die in den Umfragen gerade zu sehen sind. Es gibt keine andere Machtoption für die FDP. Die sind gefangen in dieser Dreierkoalition. Wenn sie da aussteigen, hieße das, regieren zu lassen und freiwillig in die Opposition zu gehen. Ich glaube, das hat sehr großen suizidalen Charakter, also politisch suizidalen. Insofern sind die drei aneinander gekettet. Die entscheidende Frage ist, was die für einen Wahlkampf führen, ob sie eine Fortsetzung der Ampel irgendwie so ins Spiel bringen. Das kann ich mir im Moment kaum vorstellen bei einer derartig unbeliebten Regierung. Das heißt, da geht dann jeder auf seine Rechnung. Keine Ahnung, wie mächtig die AfD bis dahin dann schon oder noch ist bis 2025. Das erleben wir jetzt erstmal in den neuen Bundesländern, wie da gewählt wird. Am Ende kommt zu einer großen Koalition in 2025 im Bund. Man weiß noch nicht so richtig, unter wessen Führung. Jetzt schneller Themenwechsel von der Politik zu TikTok. Ihr neuer Achillesroman, Nur der Tod ist schneller, führt in die Welt von Fitness-Influencerinnen, die nur einem Motto folgen. Lieber Tod als Zweiter. Wie nah ist Ihnen die Welt von Instagram und Co.? Das ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite verstehe ich total, wie man sich da so reinziehen kann. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben über die Versuchungen oder die Risiken der ganzen Digitalwirtschaft und habe dann natürlich als ordentlicher Vater immer meine Kinder kritisiert, so jetzt lege ich das Ding nochmal zur Seite, um dann irgendwann auch einer von diesen zu sein, die das Ding nicht mehr zur Seite gelegt haben. Also diese Suchtmechanismen, Stichwort Dopamin, die da die großen Plattformen gebaut haben, ist schon ganz schön eindrucksvoll. Also es ist eine ausgeprägte Hassliebe. Als Medienwissenschaftler finde ich ja die grundsätzliche Idee auch wirklich toll, dass jeder, der ein Smartphone in der Hand hat, erstmal potenziell der Welt erzählen kann, wie er sie sieht. Das,
Das ist die Traumvorstellung von Demokratietheoretikern vor ein paar Jahrzehnten noch gewesen. Ne? Jeder Sender ein Empfänger, jeder kann teilnehmen, herrschaftsfreier Diskurs. Inzwischen stellen wir fest, dass Menschen wie ich, nämlich Journalisten, die Inhalte auch mal daraufhin überprüfen, ob sie ein bisschen Sinn machen, dass sie vielleicht doch gar nicht so überflüssig sind, wie viele meinen. Wenn ich mir anschaue, dass TikTok eine chinesische Plattform ist und dass in China nichts passiert ohne Zutun und ohne Platzett der Partei, dann kriege ich allerdings wirklich ein bisschen Muffensausen, weil dieser Algorithmus so schlau ist. Also wie halte ich die Leute dran? Und die müssen da ja gar nicht so große Parolen einspielen, so keine Ahnung was, Trump muss Präsident werden oder eben nicht, um es jetzt mal auf Amerika zu beziehen. Es reicht ja so subkutane Sachen, wir kennen das damals von Cambridge Analytica, dass man den Leuten einfach in ihre Timeline immer wieder so Sachen spielt, von denen man weiß, aufgrund ihres Klickverhaltens, dass es sie aufregt. Und damit lassen sich Demokratien deutlich intensiver manipulieren, als das mit den klassischen medialen Mitteln, die wir so kennen, möglich ist. Und die Vorstellung, dass ein chinesischer Algorithmus, egal ob in den USA oder in Europa, über den Ausgang von Wahlen oder auch Stimmungen entscheidet. Anderes Beispiel, nur irgendwo fängt ein Krieg oder ein Konflikt an. Der Kampf über die Deutungshoheit, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse, wir erleben es in der Ukraine, wir erleben es in Gaza, das ist eine weltweite mediale Schlacht. Und wir Deutschen, Schrägstrich, wir Europäer, wir haben nicht ein einziges dieser modernen, ich nenne sie immer Massenzerstreuungswaffen, mit denen wir weltweit irgendwie agieren können. Das passiert zwischen China und dem Silicon Valley und wir können zwar noch ein paar Leos mehr ins Depot stellen, aber so ein bisschen digitale Machtmittel wären auch nicht schlecht. Als dann Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach voller Stolz auch abends im Fernsehen seinen TikTok-Account präsentiert hat und sofort natürlich auf den Einwand, ja, die Chinesen, die kontrollieren ja jetzt dein Handy. Ich sage, nein, ich habe ein extra Handy dafür. hat man natürlich gelächelt und er war staunt und er sagt, wir müssen diese Plattform, wir dürfen diese Plattform nicht völlig der AfD überlassen. Und nun hat ja auch unser Bundeskanzler den Schritt zu TikTok gemacht. Und gewagt, getraut, um mit derselben Argumentation auch nicht die AfD, nur diesen riesigen Informations- in Anführungsstrichen Sektor zu überlassen. Ist das in Ordnung, dass auch der Kanzler Sekundenhäppchen so verteilt, die ja noch nicht mal mehr Headline-tauglich sind? Ich habe jahrelang immer gesagt, wir verkommen zu einer Gesellschaft der Überschriftenleser und gehen nicht mehr in die Tiefe. Und jetzt haben wir nur noch Häppchen. Ist das richtig für die entscheidende Figur der Politik, das ebenfalls so zu tun? Also es ist erstmal ein Akt der Verzweiflung. Egal, was man von der AfD politisch hält, man muss mal als professioneller Kommunikationsmensch anerkennen, dass die sehr früh, ich weiß gar nicht mal, ob sehr strategisch, aber doch sehr früh dieses Medium besetzt haben und da inzwischen so viel Alarm machen und so viel Aufmerksamkeit haben, dass das deutlich mehr ist als alle demokratischen Parteien zusammen. Die haben da offenbar etwas früher, etwas konsequenter was betrieben. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass die demokratischen Parteien da was verpennt haben. Das heißt, wenn Olaf Scholz jetzt sagt, oder wer auch immer, Karl Lauterbach, wir müssen da jetzt sein, weil wir dürfen das der AfD nicht überlassen, heißt das ja auch, wir haben es der AfD überlassen. Okay, hätte Fahrradkette. Aber das zeigt einfach, dass offenbar in den Parteien auch man so ein bisschen die Verbindung zur Realität verpennt hat. Ich finde, es ist klassische Generalsekretärsaufgabe, egal ob grün, gelb, rot oder schwarz, zu sagen, ey Leute, alle da rein, wir hören jetzt mal auf mit unseren Anzeigen oder unseren Verbandsblättchen oder so, wir konzentrieren uns darauf, da war die AfD einfach schlauer. Und hier sehen wir einen Effekt, den ich hochproblematisch finde. Wir erleben das in den ostdeutschen Bundesländern ja schon länger, dass das Argument für Politik lautet, wir müssen etwas machen, damit es die AfD nicht macht oder um die AfD zu verhindern. Das heißt, sie haben
In ostdeutschen Bundesländern und in Zukunft wahrscheinlich im Westen auch, haben Sie Koalitionen von Parteien, die sich überhaupt nicht riechen können, die vielleicht auch gar keine inhaltlichen großen Schnittpunkte haben. Das Einzige, was die zusammenhält, ist, wir müssen verhindern, dass die AfD zum Beispiel den Ministerpräsidenten stellt. Und das ist als Grundlage für Koalitionspolitik, irgendetwas verhindern zu wollen, ist echt zu wenig. Das bedeutet aber, dass die demokratischen Koalitionen, die sich dann da ergeben, auch nur so, so mittelüberzeugende Sachen machen. Das wiederum macht die AfD stärker. Und ich gestehe, ich weiß da auch keinen Ausweg, aber man muss sich dessen bewusst sein. Und der Umgang, und wir werden einen wirklich bewegten Herbst erleben, Herr Bosbach. Ich glaube, Ihre Partei wird da im Fokus stehen. Die SPD kann sich da ein bisschen zurücklehnen, weil die froh sind, wenn sie überhaupt über 5 oder hier und da auch über 10% kommen im Osten. Also die spielen einfach keine Rolle. Aber die Frage an die CDU, wie steht ihr zu denen, wie gibt es Tolerierungsmodelle, wie da war das damals in Magdeburg mit der PDS und der SPD und Herrn Höppner, das Magdeburger Modell, SPD-Ministerpräsident, lässt sich tolerieren von den alten SED-Kadern. Also ich bin mir sicher, dass da hinter den Kulissen schon ganz viele Modelle gewälzt werden, was so geht außerhalb von Koalitionen. Da bin ich gespannt, und daran wird auch Friedrich Merz und seine Kanzlerfähigkeit gemessen, ob er das bis Weihnachten einigermaßen schadlos übersteht. Christian Rach hat vorhin sinngemäß gesagt, Überschriften ja, Tiefe nein. Frage, wie sollte guter Journalismus auf diesen Trend reagieren? Mann, ey, Sie kommen hier aber auch mit Klopperfragen. Also ich sagte ja schon, ich habe 2 Söhne, einer 19, einer 30. Und man kann nun wirklich nicht sagen, dass die Medien medienfern aufgewachsen wären. Also bei uns lagen immer 2 richtig echte Tageszeitungen aus Papier, meistens die Berliner Morgenpost und die Süddeutsche, auf dem Küchentisch, und war natürlich immer der Versuch, sie zu medienkompetenten jungen Bürgern zu erziehen. Das hat so mittelgut funktioniert. Das, was Sie, Herr Rach, eben gesagt haben, die Leute nur Überschriften und nur Häppchen. Ganz ehrlich, ich bin auch nicht frei davon. Wir sollten als politische Journalisten natürlich immer Zusammenhänge erklären, auch mal in die Tiefe gehen und. Keiner hat Zeit dafür, ganz praktisch auch, wenn Sie in eine Redaktion gucken, da sage ich dann als junger Redakteur, ja, ich würde jetzt aber auch gerne mal so ein Grundsatzstück über EU-Politik zur Europawahl, damit die Leute auch wissen, was sie da wählen. Dann sagt sich der Chefredakteur, ja gut, das dauert jetzt 3 Tage, bis er dann alles recherchiert hat und Interview, da muss er auch noch nach Brüssel fahren, was das kostet. Mach uns doch lieber mal eine Fotogalerie, die peinlichsten Momente Politiker, wenn sie aus dem Flugzeug steigen oder irgendwie so Kram. Ne? Das dauert eine Stunde, bis man sich da 15 Bilder zusammengesucht hat, klickt wahrscheinlich wie Sau. Die Europageschichte dauert 3 Tage zu erstellen, klickt überhaupt nicht gut. Was würden Sie als Chefredakteur machen, der auch irgendwie sehen muss, dass sein Medium über die Runden kommt? Das heißt, das Publikum ist halt manchmal auch das Problem. Also natürlich können die Medien die ganze Zeit wahnsinnig wichtige, tiefgründige, schürfende Geschichten machen, aber sie müssten auch gelesen werden, und das werden sie nicht. Und ich glaube, dass da dann wiederum TikTok, das ist halt Teufelchen und Engelchen in einem, natürlich hilft, auch junge Leute eben mit diesen Mitteln von Filmchen und Späßchen und so weiter zumindest an politische Zusammenhänge ranzuführen. Ich sehe, bei meinen Jungs funktioniert das. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Lob für, ich sag mal, so Nachwuchskräfte im Entertainment, wie Joko und Klaas, wie Jan Böhmermann, wie auch Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Die haben unfassbare Reichweiten mit ihren Podcasts und mit ihren Fernsehshows und schaffen es immer wieder, politische Themen in ihren Shows unterzubringen. Also wie Joko und Klaas zum Beispiel da dem Sender Pro7, wenn sie da gegeneinander spielen, 15 Minuten der besten Sendezeit abringen und in diesen 15 Minuten dann ein politisches Thema, egal wie ich dazu stehe,
für ihre Klientel aufzubereiten. Das finde ich schon eine sehr, sehr moderne, schlaue und sympathische Art, Politik zu transportieren. Und wir vom klassischen Journalismus, die dann auch immer so auf Seite 4 die schlauen Kommentare schreiben, müssen uns auch mal überlegen, ob uns nicht ein bisschen attraktivere Formate einfallen, als immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger Leitartikel zu schreiben, die dann so anfangen, schon Cato der Ältere sagte, Karthago de Ländam esse, ne? so rumpranteln. Das ist irgendwann auch mal vorbei. Rumpranteln ist ein schönes Wort. Kommen wir mal weg von diesen Hammerfragen, wie Sie es gerade genannt haben, hin. Geben Sie mir was Leichtes. Ja, genau. Da gehen wir zu Ihrem eigenen Thema, zu Ihrem alter Ego, Achim Achilles. Ja. Da haben Sie übers Laufen geschrieben, hatten ihn dann eigentlich in den Ruhestand verabschiedet. Aber jetzt gemeinsam mit Lindenstraßen-Autor Michael Meisheit haben Sie Achilles aus dem Ruhestand zurückgeholt. Wie kam es denn dazu? Lebenstraum. Ich weiß, man sieht es mir auch an. Ich werde demnächst 60. Und Herr Bosbach ist ja schon noch ein bisschen weiter. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber so in der zweiten Lebenshälfte, also ist bei mir jedenfalls so, ach, ich hatte das alles, ich war Chefredakteur, ich war Chefreporter, also so die Karrierepläne werden dann ein bisschen weniger und dann guckt man mal so, was will ich eigentlich noch, also was will ich wirklich? Und dieser Wunsch, einen Krimi zu schreiben, der arbeitet in mir seit Jahrzehnten. Weil ich finde, Krimi ist immer noch eine Königsklasse. Ne? Es erreicht viele Leute, man kann da unglaublich viel machen. Auf der anderen Seite gibt es auch relativ klare Regeln. Also ich habe da einen heiden Respekt vor Leuten, die erfolgreiche und dann noch kluge, lustige Krimis schreiben. Wollte ich auch immer mal werden. Und wie, glaube ich, ganz viele Journalisten, habe ich so eine eigene Schublade für Roman- oder Krimi-Anfänge. Ich habe ganz viele Anfänge. Die gehen aber immer, wenn ich eine Lebenskrise habe, fange ich an, einen Roman zu schreiben. Und so nach 2-3 Seiten ist die Lebenskrise dann auch meistens vorbei und ich habe dann wieder nur einen Anfang. Und der Zufall wollte es, dass ich den eben schon zitierten wunderbaren Michael Meisheit, kommt übrigens aus Leverkusen, zeigt einfach auch, dass in dieser Stadt ganz, ganz viele verborgene oder inzwischen auch offene Talente leben und der zukünftige deutsche Meister. Also Michael Meisheit hat 400 Folgen Lindenstraße geschrieben, der weiß, wie das geht, wie man Stories entwickelt, wie man plottet und wir haben eine wirklich bezaubernde, wir kannten uns bis vor 2 Jahren nicht. Wir sind wirklich durch Zufall ineinander gelaufen. Es gibt sie noch, die Liebe auf den ersten Blick. Und Michael macht so die großen Linien, also der sorgt dafür, dass die Story stimmt. Und ich bin derjenige, der immer so dicht am Boden dann das eigentliche Schreiben übernimmt. Und das hat sich zu einer sehr, sehr schönen Arbeitstechnik entwickelt. Ich sitze heute wieder 3 Stunden im Zug. Ich weiß schon genau, welches Drittel vom 21. Kapitel. Woher wollen Sie wissen, ob Sie nur 3 Stunden im Zug sitzen? Okay, das ist, dann schreibe ich ein bisschen mehr. Also es macht unglaublichen Spaß und das Genre Läuferkrimi ist zwar nicht neu, aber diese Kombination aus Berlin und ein bisschen Berghain und ein bisschen Influencer und ein bisschen Politik und ein bisschen, naja, dieses kaputte und dann doch auch immer wieder sehr liebenswerte Berlin. Also ich sage mal so Koks und Kohlrouladen, das macht das so ein bisschen aus und ich merke einfach beim Schreiben, dass es viel Spaß macht. Und meine Erfahrung ist, wenn man beim Schreiben Spaß hat, Herr Bosbach, Sie kennen das von Reden, wenn man merkt, so eine Rede läuft richtig, man hat Spaß, die zu schreiben, dann funktioniert sie auch. Dann ist sie auch gut. Also dann überträgt sich diese Freude auch aufs Publikum. Und ganz ehrlich ist das natürlich auch der Plan, so ein bisschen noch die Rente zu verbessern, weil so jedes Jahr ein Krimi schreiben, das wäre schon auch eine Vorstellung für die nächsten 20 Jahre, idealerweise irgendwo, wo die Sonne scheint. Aber wie gesagt, ich will sie jetzt mit meinen Lebensplänen nicht behelligen. Also Stichwort Berlin, jetzt mal nicht Berghain, sondern das politische Berlin. Wer aus der realen Politik würde in der Hauptstadt Soap Per Pedes,
Achtung, Sprachwitz, spielen den Ermittler vom Berliner LKA aus ihrem neuen Krimi. Wer vom politischen Personal. Berliner Personal würde diesen Ermittler spielen? Also der Ermittler ist jung, er war ein erfolgreicher Sportler, ist jetzt bei der Polizei so ein bisschen in der Maskottchenrolle, was ihn sehr nervt, weil ihn keiner so richtig ernst nimmt. Er möchte der ganzen Welt zeigen, was er drauf hat. Er ist durchaus auch mutig und belastbar. Annalena Baerbock natürlich. Ich meine, hey, die war, ich glaube, Trampolin-Leistungssportlerin. Insofern haben wir da schon mal den sportlichen Aspekt. Sie wird von allen unterschätzt, weil sie, ja, ne, die Kleine hört man ja tatsächlich auch in Zeiten wie diesen noch häufiger. Ich glaube, per P, das wäre Annalena Baerbock. Und wer dann die Mutter Beimer im Politikbetrieb, wenn wir das machen, bei unserem nächsten Gespräch. Danke für dieses Gedankenspiel und die Einordnung der aktuellen Politik. Das war Dr. Hajo Schumacher, den Sie auch regelmäßig als Podcaster hören können in Wir, der Mutmacher-Podcast. Vielen Dank für dieses spannende und erhellende Gespräch. Auch ich darf mich herzlich bedanken. Sie haben vorhin sinngemäß den Eindruck hinterlassen, hier spricht der Vater, also ich, zu seinem Sohn. Wir freuen uns auf die Einladung am 22. April 2024, denn dann wird Hajo Schumacher schlanke. Ja, ja, 60, Herr Bosbach. 60. Ja. Wie war das? Erinnern Sie sich noch, wie das bei Ihnen war, Herr Bosbach? Herr Bosbach. Ist das sehr schlimm? Oder, also ich weiß noch, mein 30. Das war bislang der Schlimmste. Haben Sie eine große Fete gemacht damals, Herr Bosbach? Ich habe wirklich eine große Fete gemacht, aber die noch größere war zu meinem 50. Geburtstag. Mm. Da kann ich mich noch deshalb gut dran erinnern. Angela Merkel ist ja 2 Jahre jünger als ich. Und auf ihrem 50. Geburtstag war der Höhepunkt, auf die Idee musst du mal kommen, der Vortrag eines Gehirnforschers. Ja. Bei meinem 50. Geburtstag war es der Auftritt der Höhner. Da sieht man schon gewisse Temperamentsunterschiede. Ja, ich plane mit meinen besten Freunden und einem Kasten Bier mich irgendwie in den Wald zu verziehen und ein bisschen depressiv zu sein. Aber das ändert sich vielleicht noch. Wir schauen. Vielleicht noch ein Kompliment für den Kolumnisten Hajo Schumacher. Ich weiß nie, was dabei rauskommt, wenn Sie beginnen. Es gibt Journalisten, da weiß ich schon. Das stimmt. Wenn ich den ersten Satz gelesen habe, wie es weitergeht, dann muss ich gar nicht mehr weiter. Aber ich liebe Journalisten, die mich überraschen. Mal freut man sich, mal ärgert man sich, aber überraschend muss es sein. Herr Bosbach, you made my day, wie die Engländer sagen. Ich nehme das jetzt mal so mit und schwebe jetzt auf Wolken nach Rheine, wo ich heute Abend aus meinem Achilles-Krimi lesen darf. Und der 60. Geburtstag ist wie ein Konditional, ja, wenn das auf die Wirklichkeit trifft. Beim nächsten Mal berichte ich Ihnen, wie es war. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Fragen wir doch. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Er war lange Jahre Journalist, Chefredakteur und als Vorstand tätig. Zuletzt als CEO von Gruner und Jahr und RTL Deutschland. Vor wenigen Wochen erschien ein Roman von ihm, der zum Bestseller wurde und der sich liest wie seine persönliche Geschichte über die Zeit danach. Also ohne tägliche To-Do-Listen und Terminstress, zum Beispiel im RTL-Konzern. Wie fiktiv und wie real sein Roman 25 letzte Sommer ist, das fragen wir ihn nun persönlich. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Stefan Schäfer. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Stefan, wir kennen uns seit Jahren aus Hamburger Zeiten. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hast. Du hast ja gerade die Erzählung veröffentlicht, die von zwei Menschen handelt, die am Küchentisch eines alten Bauernhauses aufeinandertreffen und die sehr unterschiedlich sind. Karl, der eine, sortiert jeden Tag Kartoffeln und denkt nach. Sein Gast arbeitet unter der Woche seine To-Do-Listen in der Stadt ab und flüchtet am Wochenende aufs Land. Wie viel Stefan Schäfer steckt in diesem Buch? Sprich, wie viel von dir steckt da drin? Ach Christian, schön dich mal wieder zu hören und hallo Herr Bosbach. Also es ist natürlich so, es bleibt ein Roman und Fiktion ist Fiktion und ich bin nicht der Ich-Erzähler. Aber natürlich ist es wie mit jedem Buch, man kann nur das erzählen, was man in vielen Teilen auch selbst erlebt oder erfüllt hat. Von da aus ist es natürlich ein sehr persönliches Buch, aber es bleibt keine Autobiografie, sondern es bleibt ein Roman. Sie leben mit Ihrer Familie in Hamburg, aber auch an der Schlei in Schleswig-Holstein. Ist das Ihre Stadtflucht? Ja, das ist
seit vielen Jahren meine Stadtflucht. Also ich pendle seit über 16 Jahren zwischen Hamburg und der Schlei. Das heißt, wir sind unterhalb der Woche in Hamburg und Freitagabend geht es für uns aufs Land. Und dieses Lebensmodell leben wir ja seit vielen, vielen Jahren, meine Frau und unsere beiden Kinder. Deswegen sind wir jetzt natürlich auch mit dem Telefon mit dir verbunden. Im Roman wirft Karl die Frage auf, warum wir so viel Zeit mit unserer Arbeit verbringen, statt mit Menschen und Dingen, die uns wirklich wichtig sind. Welche Antwort kannst du denn da drauf geben? Ja, ich fand diese Frage, und nämlich glaube ich, Herr Bosbach und Christian, ich glaube, das betrifft uns drei auch in diesem Telefonat und auch viele Hörerinnen und Hörer. Womit möchte ich meine Zeit verbringen und wie möchte ich leben? Ich glaube, das ist ja eine der großen Fragen, die sich alle Menschen stellen, natürlich auch ich. Und das war eine Frage, die hätte ich gerne beantwortet in diesem Roman. Und deswegen habe ich mich diesem Thema genähert. Also womit verbringe ich meine Zeit und wie möchte ich eigentlich leben? Das ist übrigens eine Frage, die habe ich mich in meinem alten Leben sozusagen als Manager gestellt. Die habe ich mir in meinem neuen Leben als Autor gestellt. Und ich finde sie eine Frage, der man sich bestimmt gut nähern kann, um darauf vielleicht kleine Antworten zu finden. Wie möchte ich mein Leben verbringen? Was ist Ihr Lebensthema, von dem Sie sagen würden, dazu bin ich leider noch nicht gekommen, obwohl ich es schon immer wollte? Gibt es noch so etwas, was Sie immer aufgeschoben haben? Vielleicht auch mit dem Gedanken, na, wenn ich beruflich nicht mehr so aktiv und eingespannt bin, dann mache ich das bestimmt. Ja, bei mir war es ehrlich gesagt, es schlugen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe wahnsinnig gerne als Manager in den Medien gearbeitet, aber das Schreiben, das hat mir doch immer sehr gefehlt, weil ich bin ein Mensch des geschriebenen Wortes und ich habe schon als junger Mensch sehr, sehr gerne gelesen, sehr, sehr gerne geschrieben. Ich habe früh auch versucht, vielleicht in die Buchhandlung zu gehen, dort eine Ausbildung zu machen. Also das heißt, das geschriebene Wort, Literatur, das war mir immer sehr wichtig. Und natürlich war es in dem Leben, was ich bisher gemacht habe, die letzten 30 Jahre, ich bin gelernter Journalist. Das heißt, die ersten Jahre war ich sehr verbunden mit dem Schreiben. Dann bin ich ins Management gewechselt. Das heißt, ich habe immer weniger geschrieben und ich wollte wieder schreiben. Ich fand Schreiben schön. Ich mochte mein erstes Buch machen und deswegen habe ich sozusagen in dem letzten Jahr mich doch deutlich diesem Traum des eigenen Buches, des geschriebenen Wortes immer mehr Zeit gewidmet. Du warst ja nicht nur CEO bei Gruner und Jahr, sondern du warst ja auch Chefredakteur davor und du hast ja auch so tolle Titel wie Essen und Trinken wieder mit neuem Leben erweckt und dann eine Seele eingehaucht und viele, viele tolle Projekte. Und dann warst du, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, natürlich auch fast ein Jahr Co-CEO von RTL Deutschland. Und plötzlich über Tag oder über Nacht musstest du den Posten räumen, weil der Bertelsmann-Chef Thomas Rabe den Vorsitz der RTL-Geschäftsführung selbst übernehmen wollte. Rabe hatte ja vor kurzem mitgeteilt, wird 2026 mit allem aufhören. Man hat von dir nach dem plötzlich für viele überraschend kommenden Abschied nie was Negatives darüber gehört. Bist du tatsächlich ohne Groll gegangen? Oder war das doch irgendwo zwischen euch beiden Alpha-Tieren auch vorgezeichnet? Also ich habe diesen Job immer wahnsinnig geliebt, den ich gemacht habe, bei Gruner und Jahr und bei RTL. Und von da aus her blicke ich auf all das mit wirklich unglaublich viel Freude zurück. Christian, du kennst mich, ich habe das mit großer Leidenschaft betrieben und mit ganz, ganz großer Freude. Und genauso sitze ich hier heute als Autor und Schriftsteller eines neuen Buches. Und von da aus her blicke ich wirklich mit großer Dankbarkeit zurück. Mir wurden viele, viele schöne Berufsjahre geschenkt mit vielen tollen Menschen und vielen tollen Projekten. Und jetzt widme ich mich meinem Buch 25 letzte Sommer. Und von da aus her, auch das gehe ich mit der gleichen Freude an, wie ich immer alle Sachen angegangen bin. Was hätten Sie denn bei RTL noch gerne verwirklicht? Eine bestimmte Sendung, ein bestimmtes Format? Ach, Herr Bosbach, wissen Sie, ich hab so viele Sachen in meinem Leben gemacht, und blicke da nicht zurück und habe das Gefühl, da ist was liegen geblieben. Jetzt ist es das Buch, was mich beschäftigt. Und von da aus her füllt mich das in den Dingen, die ich sozusagen kreativ gestalten darf, ist ein Buchschreiben schon was Schönes. Und jeder, der es gemacht hat, weiß, das füllt einen sehr aus und füllt den Tag. Und von da aus her bin ich mit dem Projekt, was wir auch vorhin hatten, was wollte ich immer noch mal machen in meinem Leben,
war es dieses Buch und das ist jetzt draußen. Und es ist schön, auf Lesereise zu gehen. Es ist schön, heute Morgen mit Ihnen darüber zu sprechen. Also von da aus her ist es bestimmt mein aktuell schönstes Projekt. Stefan, aber so leicht lasse ich dich jetzt da nicht natürlich weggehen, gerade in Erinnerung. Wir haben vor kurzem ein tolles Gespräch mit RTL-Urgestein Helmut Thoma gehabt. Und der hat dann auch aus seinem, ich sag mal in Anführungsstrichen, österreichischen Exil, natürlich seiner österreichischen Heimat, ein verheerendes, unglaublich klares Urteil über die Kreativität seines ehemaligen Senders gefällt und hat das heutige Programm sehr negativ beschrieben. Nochmal die Frage, wie viel Stefan Schäfer steckt denn noch im RTL-Programm? Erkennst du noch irgendwo deine Handschrift oder ist das auch alles weggewischt worden? Ach Christian, das finde ich, Helmut Thoma mag das machen. Ich sitze hier heute, weil ich ein Buch geschrieben habe. Ja, und ich möchte sozusagen dieses neue Kapitel aufschlagen durch das geschriebene Wort. Und alles, was ich bisher gemacht habe, war das Leben, das ich geführt habe. Aber heute sitze ich hier als Romanautor und Schriftsteller. Und das ist das, worüber ich spreche und was mich jetzt beschäftigt. Und ich finde, all das, was ich davor gemacht habe, das war davor. Ja, und da soll es auch bleiben. Haben Sie denn schon Pläne für ein neues, ein anderes Buch, vielleicht eine ganz andere Thematik? Sie sind Jahrgang 1974. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie noch viel mehr haben als nur 25 letzte Sommer. Also welche Pläne schmieden Sie für die Zukunft? Was ich in den letzten Jahren bestimmt gelernt habe, ist, meine Oma hat immer den Satz gesagt, bring den lieben Gott zum Lachen, dann mach dir einen Plan. Also ich habe immer gedacht, Pläne sind gut. Und ich habe den Satz meiner Oma nie so richtig verstanden. Jetzt verstehe ich ihn, glaube ich, besser, nämlich im Moment zu leben mehr und zu sagen, heute sitze ich mit Christian und Ihnen, Herr Bosbach, hier in diesem Podcast und ich habe dieses Buch geschrieben und ich glaube, für den Moment fühlt sich das alles richtig und gut an. Und das Schreiben macht mir unglaublich viel Freude, mit diesem Buch auf Reisen zu gehen oder darüber zu sprechen, macht mir viel Freude. Aber ich möchte es jetzt sozusagen erstmal abwarten, wie das auch auf mich wirkt und was dann meine nächsten Schritte sind. Ich schätze mal, dass ich beim geschriebenen Wort bleibe, aber jetzt möchte ich erstmal dieses Jahr mit diesem Buch auf Reisen gehen, meine Erfahrungen sammeln. Ich war mal Manager und jetzt bin ich ja sozusagen in der eigenen Transformationsphase hin zum Schriftsteller, zum Autoren und von da aus her möchte ich dann die nächsten Schritte entscheiden, wenn ich mich so weit fühle, dass ich da bin, wo ich das entscheiden kann. Mit welchen zwei oder drei Sätzen würden Sie potenziellen Leserinnen und Lesern Ihr Buch empfehlen? Warum sollten Sie es zur Hand nehmen? Ich war gestern Abend auf einer Lesung in Hamburg und das Schönste ist, was man sagen kann, ist, dass es ein wärmendes, ein positives, ein schönes Buch ist. Ich wollte ein Buch schreiben, was bei den Leserinnen und Lesern ein gutes Gefühl hinterlässt. Und mein Wunsch war immer, Herr Bosbach, wenn wir irgendwo am Wochenende wären, Sie hätten mich eingeladen irgendwohin oder ich wäre bei Ihnen oder bei Christian und auf dem Nachttisch würde ein Buch liegen und ich würde so Samstag anreisen und dann liegt dort dieses Buch und ich gucke so rein und wenn ich Sonntagabend nach Hause fahre, hätte ich gesagt, Mensch, du, ich habe gestern dieses Buch gelesen bei dir und das war ein schönes Buch und das hat bei mir was Schönes hinterlassen und ich wollte in dieser Welt, wo es ja auch so viele negative Beispiele und Nachrichten gibt, was haben, was einen so vielleicht ein bisschen zudeckt, wie eine schöne warme Decke. Wir haben ein Gespräch mit Hajo Schumacher gerade noch geführt und er sagte, ja, es reizt ihn natürlich auch zu schreiben und er ist nachher 3 Stunden in der Bahn und da wird er weiterschreiben, weil als Chefredakteur oder als Journalist, sagt er, haben alle Kollegen immer in eine Schublade, wo dann der Anfang oder die Idee eines Romanes liegt oder eines Poems liegt, wo man sagt, da werde ich irgendwann mal dran weiterarbeiten. Du bist ja nur mit deinem Buch in der Spiegel-Bestsellerliste. Und jetzt aber die Frage, hast du auch so eine Schublade, wo schon so eine neue Idee drin liegt oder neue Ideen drin liegen, wo du sagst, damit könnte ich unter uns Ständen literarisch nachlegen? Ja, also Christian, das ist ja immer so. Man hat jetzt gerade dieses Buch und dieses Buch findet zum Glück und zu meiner großen Dankbarkeit seine Leserinnen und Leser. Und natürlich arbeitet man ständig im Kopf daran, was könnte die neue Geschichte, was könnte die nächste Geschichte sein? Und natürlich ist das genauso, wie Hajo Schumacher sagt,
wenn man einmal Gefallen daran gefunden hat, wenn man merkt, dass Schreiben Spaß macht, wenn man merkt, dass das Buch, was man macht, Leserinnen und Leser findet, ja, dann wird man kaum davon lassen können. Und von da aus her schlummert auch bei mir eine Geschichte, die ich mir vorstellen kann, wie ich sie weitererzählen kann oder eine andere Geschichte erzählen kann. Ich glaube, ich muss mich eher darauf einigen, was ist die Geschichte, die ich machen möchte, weil das war immer mein Glück. An Ideen hat es mir nie so richtig gemangelt. Und da es im Roman auch um besondere Momente geht, die wir gerne mal verpassen, wann hatten Sie zuletzt so einen Moment, den Sie noch vor 2 Jahren zwischen einem Meeting-Marathon in Hamburg und Köln verpasst hätten? Herr Bosbach, schöne Frage. Ehrlich gesagt hatte ich die vorgestern Abend, eine sehr, sehr schöne Lesung in Hamburg bei Thalia, und es war richtig schön und das hätte ich früher nicht gehabt. Es war ein ausverkaufter Saal. Ich habe gelesen aus dem Buch. Es war ein ganz schöner Abend. Danach bin ich in den Dialog getreten mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und das hätte ich früher nicht gehabt, den Zuschauer, den Leser so nahbar zu spüren, darüber in das Gespräch zu kommen, selbst der zu sein, der es gemacht hat. Ja, als Manager ist man ja auch der, der andere Dinge managt, aber nicht selber sozusagen den kreativen Prozess gestaltet. Und dieses Kreative wieder in der Hand zu haben, selbst den Text geschrieben zu haben, darauf Antworten zu kriegen und Fragen, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich finde, das ist das, was mir auch manchmal gefehlt hat, dieser direkte Austausch mit Menschen über den eigenen kreativen Prozess. Das erinnert mich gerade an dem, wie du das geschildert hast, dass Wolfgang Bosbach und ich auch die Wochentester live on stage, also live auf einer Bühne gemacht haben, in vermutlich so einem ähnlichen Rahmen, und waren dann direkt vorm Publikum und haben da unsere Gespräche geführt und die Gespräche danach. Das war natürlich alles wunderbar. Und deswegen sagen wir nochmal, ein Buch, das Trost spendet und Hoffnung zugleich macht und sich dann wie eine wärmende Decke über einen legt. Das ist 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer. Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch und das starke Debütbuch. Und ich höre so ein bisschen raus, du hast schon Ideen für die Zeit danach und was dann noch kommt. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Lieber Christian, lieber Herr Bosbach, vielen Dank für den schönen Morgen, das gute Gespräch und weiterhin alles Gute für euch und den Podcast. Und noch viele schöne Lesungen wünschen wir Ihnen. Und viele schöne Sommer. Bis bald. Ja, ja, genau. Danke. Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter? Ja, jetzt erstmal Daumen hoch für den Kollegen, den Rechtsanwalt Pierre Amosuri aus Benin. Der hat nämlich einen Mandanten, Jonas Bosbach, leider verstorben. Der hat 33 Millionen Euro hinterlassen. Davon soll ich die Hälfte bekommen. Ich keine Ahnung, warum der Anwalt sich 60,5 Millionen selber in die Tasche stecken möchte. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass in den nächsten Tagen 16,5 Millionen Euro bei mir eintreffen werden. Sollte ihr also nichts mehr von mir hören, dann liegt das daran, dass ich über Nacht zu unerhofftem Reichtum gekommen bin. So, jetzt mal zu den ernsten Dingen des Lebens. Bravo, bravo. Ja, Glückwunsch. Unverhofft kommt oft. Ja, danke. Also ich bin da wirklich angenehm überrascht. Da kannst du dir auch noch ein Häuschen in Benin für leisten. Ja, oder ein Menü von Christian Rach, genau. So, also. Ja, das wird knapp, aber. Ohne Dessert muss rein. Daumen hoch für eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in Nordrhein-Westfalen. Da geht es um den Untersuchungsausschuss im Landtag. Hochwasserkatastrophe 2021. Strittig war der Umfang des Untersuchungsauftrages. Es war im Grunde so, wie es meiner parlamentarischen Erfahrung nach immer ist. Die jeweilige Regierung, übrigens jetzt mal völlig unabhängig davon, wer sie stellt, das Urteil geht ja jetzt mal zulasten der schwarz-grünen Landesregierung Nordrhein-Westfalen, tut sich immer schwer. Was man auch bei den RKI-Unterlagen wieder sehen kann, den Parlamentariern alle Unterlagen zu geben, die sie brauchen, um den Untersuchungsauftrag erfüllen zu können, um den Sachverhalt aufklären zu können, da wird gerne gemauert. Ich kann mich dann noch gut an eine Sitzung des Bundestagsinnenausschusses erinnern. Ich glaube, da ging es um
Aufarbeitung NSU-Affäre. Ich habe danach in einem Pressegespräch gesagt, die gekommen sind, die wussten nichts und die, was wussten, sind nicht gekommen. Jetzt wird vielfach unterschätzt, dass Parlamentarier übrigens völlig egal, ob sie jetzt einer Regierungsfraktion angehören oder einer Oppositionsfraktion, eine Kontrollfunktion haben gegenüber der jeweiligen Regierung. Die Regierung vertritt immer unausgesprochen die Auffassung, Parlamentarier machen eigentlich nur Arbeit. Das ist auch oft mit Arbeit verbunden, wenn man die Kontrollfunktion wahrnehmen will. Aber in einer Demokratie ist es nun mal so, dass wir auf der einen Seite die Exekutive haben, auf der anderen Seite die Legislative und dann noch die unabhängige rechtsprechende Gewalt. Und diese Kontrollfunktion der Parlamentarier ist durch dieses Urteil gestärkt worden. Und da freue ich mich als alter Parlamentarier darüber, weil zu oft der Eindruck erweckt wird, es geht den Parlamentariern darum, jemanden auf die Anklagebank zu setzen oder politisch zu verurteilen. Nö, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, den Sachverhalt aufzuklären und wie man ihn dann hinterher politisch beurteilt. Da gehen natürlich die Meinungen immer auseinander zwischen Regierung und Opposition. Aber, das sage ich jetzt auch mal für das Thema RKI, was spricht hier eigentlich gegen eine Enquetekommission des Deutschen Bundestages zur Aufklärung des Sachverhaltes und zur Beantwortung der Frage, wenn wir noch einmal mit einem solchen Pandemiegeschehen konfrontiert werden, wie sollte der Staat darauf reagieren? Welche Lehre können wir ziehen? Das ist das Thema Entscheidung hier in Nordrhein-Westfalen. Zum Thema umfassende Aufklärung. Und wir haben schon zu Beginn über das Thema gesprochen, polizeiliche Kriminalstatistik. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich lese, ja, die Zahl der Straftaten ist gestiegen, aber die Aufklärungsquote auch. Schmunzeln muss ich deshalb, weil wir ja auch, das spielt wirklich eine wichtige Rolle, gegenüber der Zeit der Corona-Pandemie einen deutlichen Anstieg der Eigentumskriminalität haben, vor allen Dingen von Ladendiebstählen. Habe ich eine hohe Zahl von Ladendiebstählen, steigt die Aufklärungsquote automatisch. Denn die Aufklärungsquote bei Ladendiebstählen beträgt immer 100%. Die Entdeckung der Tat fällt ja immer zusammen mit der Überführung des Täters. Es dürfte noch nie einen Supermarktleiter gegeben haben, der nach Ladenschluss Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet hat, weil er das Gefühl hatte, er sei heute beklaut worden. Wie sollte die Polizei auch diesen Sachverhalt aufklären? Geht gar nicht. Oder Schwarzfahren, juristisch Beförderungserschleichung, die Entdeckung der Tat fällt zusammen mit der Entdeckung des Täters. Also 100% Aufklärungsquote. Deswegen muss man immer stark differenzieren zur Beantwortung der Frage, was sagen uns eigentlich diese Zahlen, die uns routinemäßig präsentiert werden. Und dann darf man auch nicht glauben, dass die Aufklärungsquote bedeutet, der Täter ist überführt und abgeurteilt worden, dann sinkt die Zahl immer weiter nach unten. Das ist zunächst einmal nur eine nüchterne Feststellung, ohne Vorwurf an irgendjemanden. Mein Daumen geht auch hoch für eine ganz süße Geschichte, die ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Wenn Sie einen ganz traurigen Tag haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lesen Sie mal diese alte Geschichte im Donaukurier, die wunderschöne Geschichte eines Torhüters, der bei einem Spiel im Nebel 15 Minuten tapfer sein Tor gehütet hat in England, bis er herausgefunden hat, dass das Spiel wegen Nebel gar nicht angepfiffen worden ist. Bis dahin hatte er 15 Minuten das Gefühl, dass seine Mannschaft den Gegner förmlich einschnürt, weil die gegnerische Mannschaft nie vor sein Tor kam. Letzter Punkt, also das ist wirklich ein wirkliches Schmankerl zum Thema Bürokratie und Bürokratieabbau. Ich empfehle die Richtlinien für die kulturelle Filmförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Ich habe mir das ganze Werk einmal runtergeladen und durchgelesen. Es ist wirklich Realsatire. Da gibt es einmal die Regeln zur Förderung des Films an sich und dann gibt es ein ganz dickes Papier für die Bedingungen, die am Set, also beim Dreh des Filmes, erfüllt werden müssen. Thema Nachhaltigkeit, um in den Genuss der Filmförderung zu kommen. Und meine Lieblingspassage ist Passage Römisch 5, Abschnitt 9.
90% Altfaseranteil auch beim Toilettenpapier, das am Set Verwendung findet. So, dieser 90%ige Anteil beim Toilettenpapier gehört zu den sogenannten Muss-Vorschriften, nicht zu den Soll-Vorschriften. Und der Jurist weiß, muss ist muss, soll ist muss, wenn kann. Also, man muss auch, wenn man einen solchen Film gefördert haben möchte, einen externen Green Consultant beschäftigen, der nachprüft, unter anderem den 90%igen Altfaseranteil beim Toilettenpapier. Also Claudia Roth hat wirklich einen 360-Grad-Blick auf die wirklich relevanten Themen und Probleme im Kontext der Filmförderung. Christian, was hat dich amüsiert oder geärgert? Ja, bleibe ich bei diesem, da muss man ja wirklich schmunzeln, bei diesem Kontext. Wir haben ja heute schon über Lisa Paus gesprochen, Kindergrundsicherung, 5000 neuen Stellen, und da muss ich herzlich lachen über einen Cartoon in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Augen zu und einfach nur vorstellen, zwei Kleinkinder in den Kinderwägen treffen sich, und da fragt das eine Kleinkind: Wieso soll es denn eine neue Behörde für unsere Kindergrundsicherung geben? Sagt das zweite Kind, antwortet: Damit wir von Geburt an die Bürokratie gewöhnt werden und vertraut gemacht werden. Das ist, und dann dazu diese schönen Bilder. Es ist einfach nur herrlich. Genauso schön hat die Polizei der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen ein Foto einer Geschwindigkeitsmessung in einer Tempo-30-Zone veröffentlicht. Und was hat dieses Foto ausgelöst? Da ist eine Taube durch die Radarmessung geflogen, und zwar mit 40 Stundenkilometer in der 30er-Zone. Und das Bild sieht und dann macht das Klick und die Taube wird fotografiert in der Radarfalle. Das ist ganz großartig. Und noch eine schöne Sache. Vizekusen, das erfreut im Moment mein Sportlerherz, wie ruhig Leverkusen alles angeht. DFB-Finale erreicht, im Europapokal ebenfalls noch mit großen Chancen, Meisterschaft vor den Augen, und die sind unaufgeregt. Ich weiß, dass sie schon buchen sollten. Da kam es nur von der Presse, die Anfrage, ob der Balkon schon gebucht wurde in Leverkusen am Rathaus. Und wo man dann sagt, Freunde, stopp, eins nach dem anderen. Und mit welcher Souveränität auch den Medien gegenüber, zum Beispiel Xavi Alonso, da Rede und Antwort steht, das ist schon großartig. Und das tut im Moment dem deutschen Fußball, finde ich, absolut gut, dass wir da so einen kleinen Change mal haben. Und das macht Freude. Zwei Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen, muss ich natürlich auch noch zum Besten geben. Da macht die FDP den Vorschlag, einfach um eine Debatte zu eröffnen, Lust auf Überstunden zu machen, und möchte diskutieren, ob man nicht eine, man muss genau lesen, begrenzte Anzahl an Überstunden, die geleistet werden, auch steuerfrei machen kann. Nun, reflexartig wird natürlich von links, von der SPD und vor allen Dingen von der Gewerkschaft darüber hergefallen über so einen Vorschlag. Keiner fragt mal die Arbeitenden, was die davon halten, wenn sie denn schon mehr für eine Firma arbeiten, dass sie dann da auch mehr von haben und nicht automatisch in diese steuerliche Progression hineinkommen. Ich finde, zumindest darüber eine Diskussion anstoßen, ob das dann hinterher so kommt oder was für Hürden es dafür gibt oder was die Arbeitgeber dann auch wirklich davon umsetzen müssen, weil im Moment werden ja die viele Überstunden nur mit Freizeit ausgeglichen, beziehungsweise überhaupt nicht vergolten. Das muss man dann diskutieren. Aber dass jeglicher Vorschlag in diese Richtung, und es werden Milliarden von Überstunden in Deutschland geleistet, warum nicht dann den Menschen, die dazu bereit sind und die das dann auch tun, auch mehr, wie hat man früher gesagt, brutto vom Netto überlassen. Das wäre schon mal zumindest eine diskussionshafte Grundlage. Und eine Sache bereitet mir wirklich Sorgen, wenn ich sehe, dass Israel ein No-Go macht, nämlich eine Botschaft eines anderen Landes, auch wenn es ein verfeindetes Land ist, in einem dritten Land bombardiert. Wenn Ecuador seine Botschaft, weil sie mit der deutschen Politik
nicht einverstanden ist, in Berlin schließt, wenn Sicherheitskräfte ebenfalls in Ecuador die mexikanische Botschaft in Quito, also Entschuldigung, Nicaragua schließt die Botschaft in Berlin und Ecuador stürmt die mexikanische Botschaft im eigenen Land, in der Landeshauptstadt Quito, um einen Ex-Vizepräsidenten dort festzusetzen. Wenn wir international diese Tendenz nicht stoppen, dass Botschaften exterritoriale Gebiete sind und dass die untouchable, also unangreifbar sind. Wenn wir das zulassen, dann glaube ich, verschwindet auch der letzte Respekt vor den anderen. Dann haben wir überhaupt keine Möglichkeiten, überhaupt noch so zu kommunizieren oder auch mit uns mit Menschen auseinanderzusetzen, wo wir sagen, da sind wir politisch völlig anderer Meinung, systemmäßig völlig anderer Meinung, aber zumindest den Botschafter, wo die weiße Fahne gehisst wird immer, den respektieren wir. Da sollte die UNO groß dagegen protestieren, dass das wirklich sanktioniert wird. Das geht nicht. Und das sage ich auch ganz bewusst. Israel kann auch nicht eine fremde Botschaft in einem dritten Land bombardieren. Das geht auch nicht. Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Heute am Freitag findet in Berlin der 71. Bundespresseball statt. Der Ball wird seit 1951 von der Bundespressekonferenz ausgerichtet, zunächst in Bonn und Bad Neuenahr und seit 1999 in Berlin. Dieses Jahr unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büttenbender. Wolfgang, wann warst du zuletzt auf dem Bundespresseball und hat er heute noch die Bedeutung, wie es er sie früher mal hatte, wo ja ganz viele informelle Begegnungen genau diesen Reiz ausgemacht haben? Oder ist es nur noch ein Schaulaufen? Also überwiegend Schaulaufen. Ich war tatsächlich mal da, ich glaube ein, zwei Mal, aber das muss auch schon 20 Jahre her sein. Ein riesiger Auflauf, Geschubse, Gedränge. Und dann tanzt, was weiß ich, der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin oder jetzt der Bundeskanzler und ich glaube immer der Vorsitz oder die Vorsitzende der Bundespressekonferenz eröffnet dann den Ball mit einem Tanz, mit einem besonderen Ehrengast. 100 Fotografen drängen sich drumherum und dann das übliche, oh, Meier hat mit Schmitz ein Glas Sekt getrunken. Was kann das bedeuten? Bahnt sich da eine neue Koalition an oder sogar ein Parteiwechsel? Also ernsthafte Dinge geschehen mit Sicherheit nicht auf dem Bundespresseball, auch nicht vor den Augen von 1000 Journalisten und Fotografen, sondern an ganz anderer Stelle. Da werden Märchen erzählt, da werden Geschichten gemacht, da werden tolle Bilder geschossen. Mir war es jetzt ganz persönlich einfach zu voll. Da hatte ich immer die Erinnerung, ich war einmal tatsächlich auf dem Wiener Opernball, ja ganz bekannt, Annette Trepko hat gesungen. Also es war toll, aber mir viel zu voll. Ich weiß noch, dass meine Frau im Vorfeld gesagt hat, so wie du tanzt, wir müssen unbedingt vorher trainieren. Dann hat die Gute den Teppich beiseite geräumt und als ich nach Hause gekommen bin, damit wir da auf glattem Boden langsamen Walzer trainiert haben. Dieses Trainingsprogramm hätten wir uns auch schenken können, denn als wir auf dem Parkett der Wiener Staatsoper waren, war das Gedränge so dicht, man wurde sowieso von links nach rechts geschoben. Du konntest ohnehin keinen Freistil machen. Also, nee, es ist auch übrigens der Freitagabend. Für alle die, die in Berlin und Umgebung wohnen, ist es ja kein Problem. Aber für jemanden, der wie ich im Rheinland wohnt, der gerne freitagsabends nach Hause fährt, in den Wahlkreis und zur Familie, das war für mich am Ende attraktiver, als sagen zu können, ich war aber beim Bundespresseball dabei. Christian, am Wochenende beginnen in Regionen wie Bruchsal, aber auch anderswo in Deutschland, die Erdbeer- und die Spargelernte. Christian, taugt der frühe Spargel schon was? Oder wartet man besser noch ein paar Wochen? Und sind deutsche Erdbeeren im April tatsächlich schon schmackhaft? Oder sehen sie nur wie Erdbeeren aus? Also ich kann die Frage nicht seriös beantworten, Wolfgang, weil ich eben noch keinen frühen Spargel genossen habe und auch noch nicht kaufe und Erdbeeren erst recht nicht. Ich freue mich darauf, wenn die Saison da ist, ganz klar. Aber wir meinen ja mit frühen Spargel den deutschen weißen Spargel. Ich habe es noch nicht gekostet, weil ich einfach noch nicht glaube, dass der schon bei diesem nassen und kalten Wetter so diesen vollen Geschmack haben, den ich
Liebe. Deswegen, ich kann da keine seriöse Aussage dazu machen. Und bei den Erdbeeren brauchen Sonne, damit sie süß werden. Natürlich kann man alles in Treibhäusern machen und Spargel unter den Planen. Wir sehen es ja Land auf, Land ab, wenn man übers Land fährt. Diese ganzen Plastikabteilungen. Aber ich sage, warum muss alles immer noch früher, noch schneller, noch roter, noch süßer sein, sondern lasst doch die Natur da mal ihren Lauf. Am Samstag startet Bundeskanzler Olaf Scholz zu seiner fünftägigen Reise nach China. Es ist die zweite China-Reise des Kanzlers seit seinem Amtsantritt im Dezember 2021. Und es ist einer seiner längsten Reisen als Regierungschef überhaupt. Scholz wird volle 3 Tage in China sein und mit Chongqing, Shanghai und Peking 3 Städte besuchen. Es wird um die wirtschaftlichen Beziehungen zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gehen, aber auch um die Ukraine, um den Ukraine-Krieg, den Konflikt um Taiwan und natürlich als Deutscher muss man das immer machen, die Menschenrechtslage in China. Wolfgang, in der Doku über Gerhard Schröder betonte der Altkanzler, wie wichtig es ist, nicht nur mit Russland, sondern auch mit Staaten wie China im Gespräch zu bleiben. Wie viel Diplomatie und wie viel Klartext braucht es denn dabei, wenn ich jetzt an den letzten Auftritt von unserer Außenministerin Annalena Baerbock in China bei der Pressekonferenz mit dem chinesischen Außenminister, wenn ich das noch vor Augen habe, wo sie ihn eigentlich vorführen wollte und der chinesische Außenminister das dann so massiv gekontert hat, wir brauchen keine Belehrungen aus Deutschland, wie wir das und das so zu machen haben, dann denke ich, da ist Diplomatie und Klartext, muss das immer so moralisch verbunden sein? Hat Schröder recht in dem, was er sagt, dass wir, egal was da ist, sprechen müssen? Ja, den Satz würde ich unterstreichen. Wir können uns weder die Länder noch die Regierungen aussuchen, sondern wir müssen mit jedem im Gespräch bleiben, mit jedem auf der Welt, auch wenn uns die jeweilige Regierung nicht passt, der Regierungsstil nicht passt, die Lage der Menschenrechte stört. Wir müssen mit ihnen im Gespräch bleiben. Außerdem, Diplomatie und Klartext schließen sich nicht unbedingt aus. Die Frage ist immer, wo und wie? Da ist es oftmals besser, hinter verschlossenen Türen Klartext zu reden, als jemandem aus sicherer Entfernung zuzurufen, er sei sowieso ein Diktator. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Das gilt auch für die Außenpolitik. Das mag vielleicht im Inland einen guten Eindruck hinterlassen, wenn man sagt, boah, die Außenministerin, die traut sich was, die hat sie ihm aber gegeben. Ändern tut sich dadurch überhaupt nichts. Viel geschickter kann es sein, es im persönlichen Gespräch zu erwähnen und dann auch mit Konsequenzen zu verbinden. Deswegen, ich kann verstehen, wenn Gerhard Schröder sagt, das passt uns vielleicht nicht, aber wir brauchen eine Gesprächsebene. Und jetzt lassen wir uns mal nichts vormachen. Wir sind zum Beispiel von China wirtschaftlich viel abhängiger als China von uns. Wir glauben es nicht, es ist aber so. Und dann wäre es gut, auch im Interesse der deutschen Firmen in China, auch im Interesse der vielen, die dort arbeiten, und damit meine ich auch deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zum Beispiel in China oder in Indien für deutsche Unternehmen arbeiten, die dort aktiv sind, die dort produzieren. Es sind ja nicht nur, wie wir immer glauben, Märkte, die wir dort erschließen können, das auch. Das sind natürlich auch Konkurrenten auf den Weltmärkten für deutsche Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen. Also wir brauchen eine Gesprächsebene, die vernünftig ist und die Interessen der Bundesrepublik Deutschland wahrt. Und ein konfrontativer Stil ist oftmals nicht so zielführend wie ein Stil, den du gerade auch völlig zu Recht mit diplomatisch beschrieben hast. Am Samstag wird der Unternehmer Werner Michael Balsen, 75 Jahre alt, er war bis vor 6 Jahren Mitglied der Geschäftsführung bei Balsen, ist heute Verwaltungsratsvorsitzender. Erstmal Glückwunsch und Christian, kann man dich generell, ob von Balsen oder nicht, mit Keksen für sich gewinnen? Nein, überhaupt nicht. Aber wo man mich gewinnen kann, ist mit köstlichem Kuchen. Also ich liebe wirklich guten Kuchen, der vor allem, wenn er nicht zu pappesüß ist,
Kekse sind mir oft zu süß und lese da auch immer gerne die Inhaltsstoffe. Das ist jetzt keine Aussage über Qualität von Balsen, aber deine Frage. Nee, Kekse locken mich nicht in einem Kamin hervor, aber ein wunderbarer Kuchen. Dafür lasse ich vieles stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dazu einen heißen Kaffee oder einen frisch gebrühten schwarzen Tee. Da läuft mir jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns umso mehr. Informationen zum Wochentester-Club im Internet unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute, bis zur kommenden Folge. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.